Die Fans skandierten, die Nummer 1 im Land sind wir, und die gestandenen Kerle aus dem hohen Norden hüpften wie kleine Kinder über das Parkett. Der ausgelassene Jubel der Flensburger Handballer nach dem ebenso knappen wie verdienten 26:25 Sieg im Topspiel gegen den SC Magdeburg trug fast schon meisterliche Züge. Doch obwohl der Titelverteidiger mit 22:0 Punkten weiter ungeschlagen durch die Bundesliga marschiert, bremste SG-Trainer Mike Machula nach dem Handball-Krimi mit Happy End umgehend die Euphorie. Es sind erst 11 Spiele gespielt, warnte der 41-Jährige. Sowohl Magdeburg 20:4 als auch Rekordkampion THW Kiel 18:4 haben schon 4 Minuspunkte mehr auf dem Konto als der Meister, der dank seines Saisonstartrekordes auch Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen 17:3 weiter auf Distanz hält. Wir sind super glücklich, dass wir da stehen, wo wir stehen. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Selbstvertrauen. Das gibt uns auch Zeit und Ruhe, weiter mit der Mannschaft zu arbeiten, sagte Machula über die derzeit komfortable Situation. SC Magdeburg beklagt, tut verdammt weh, damit hatte vor der Saison kaum jemand gerechnet, nachdem die Flensburger im Sommer den Abgang von 6 Leistungsträgern verkraften mussten. Der personelle Umbruch wurde bislang problemlos bewältigt. Wir haben eine erste 7, die funktioniert. Das macht Spaß, stellte Machula zufrieden fest. Allerdings räumte der SG-Trainer auch ein, man sieht phasenweise, wenn die Neuen reinkommen, dass gewisse Abläufe noch nicht so da sind. Gut 2 Wochen nach dem bitteren Aus gegen Magdeburg im Pokal-Achtelfinale schmeckte der Sieg besonders süß. Und er war völlig verdient, wenn auch am Ende etwas Glück dabei war. SCM-Rechtsaußen Robert Weber, mit 12 Toren überragender Mann des Abends, traf mit dem letzten Wurf des Spiels nur den Pfosten. Wir hätten den Punkt gerne mitgenommen. Deswegen tut das jetzt schon verdammt weh, sagte Magdeburgs Trainer Bennett Wiegert über die zweite Saisonniederlage. Kretschmer rechnet mit viel Kampf um den Titel. Trotz der gelungenen Pokalrevanche kamen bei den Flensburgern keine Meisterträume auf. Wir versuchen, auf dem Boden zu bleiben, sagte SG-Kapitän Tobias Karlsson und mahnte, für uns ist es wichtig, den Fokus die ganze Zeit auf der Leistung zu haben und nicht auf etwas anderem. Immerhin kommt es schon in 2,5 Wochen zum nächsten Handballgipfel am 19. November gastiert Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in der Hölle Nord. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie erwartet TV-Experte Stefan Kretschmer eine spannende Rückrunde, in der die Flensburger gegen alle 3 Titelrivalen auswärts antreten müssen. Das Viererrennen wird auch ein Viererrennen bleiben, prophezeite Kretschmer im TV-Sender Sky. Da ist keiner enteilt wegen eines Heimsieges.